Mit hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Alien Isolation. Ich muss mich mal, ich habe schon jetzt ewig lange mittlerweile nicht mehr gespielt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich habe die Dunkelheit, also das Gamma des Spiels mal etwas runtergeschraubt. Wo müssen wir jetzt mal hin? Gegen sie zum Server-Hub, also da lang. Muss ich das irgendwie aufmachen oder so? Tür verschlossen. Ja, ganz großer Sport. Wie habe ich das gemacht? Ach, damit, genau. Auf Terminal zugreifen. Jetzt weiß ich es doch wieder. Alles kein Problem, wir sind doch hier. Beste Spieler der Welt. Ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht. Spenden Sie das Treppenhaus. Wir über Sevastopol-Sicherheitsvorschriften erfahren, befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ja, ist das jetzt. Sie das Treppenhaus ab. Alles klar. Und das konnte ich wie machen? Hier. Ne, Strom wiederherstellen. Und jetzt da hinten. Das haben wir schon mal gelesen, glaube ich. Müssten wir getan haben. So, da könnte man irgendwas zumachen. Ja, hier war auch noch irgendwas, genau. Sicherheitszugangsgenerator. So, du, dann du, dann du und du. Sehr schön. Ja. Alien fliegt da noch irgendwo rum. Ja, bla bla. Zellen öffnen. So, das haben wir jetzt gemacht. Hebel benutzen. Und tschüss. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wo es dahin geht. Ja. Super Komponente. Das ist Müll. Achso, das war wieder die Leiche hier. Alles klar. Ja, hallo. Ausweiskarte. Ach, das waren die Zellen. Achso. Ja, aber wenn wir das jetzt eh wieder abriegeln müssen, ja, was müssen wir ja? Drücken Sie A. Und. Sehr schön. Wartungszugang verschlossen. So, damit hätten wir das schon mal abgesperrt. Hier müssen wir noch. Ach, da ist der Androide. Hallo. Ah, servus. Ah, sperren Sie das Treppenhaus ab. Frage mich wie und wo. Bindemittelkomponente B. Ah ja, stimmt, an den kann ich mich auch noch erinnern. Das hatte aber nichts, nein, damit hat es nichts zu tun gehabt. So, hier wieder eine Karte. Abriegelung einleiten. Und die da.
Sehr schön. Vorratsspeicher verschlossen. Okay. Also egal was, aber das Ellie war noch nicht da. Bis jetzt war es noch nicht so schlimm. Schlüsselkarte. Halt, den Revolver machen wir mal gar nicht. Wenn, aber mit dem Flammenwerfer. So. Jetzt können wir das machen. Überbrücken wir jetzt den Türmechanismus. Sehr schön. Was machen wir jetzt mit dir? Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Wir müssen uns ja jetzt eigentlich an dem vorbeischleichen. So. Haben wir ja jetzt gemacht. Wait, können Sie mich mit Ripley verbinden? Sie sind bereits verbunden. Ripley, es gibt einen Umgehungsbefehl, mit dem Sie die Notfallabriegelung einleiten können. Er ist im Terminal hinter der Rezeption. Alles klar. Da können wir es eingeben. Und was war der Code? Da ist keiner. 7789. 7789. Youth, Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelaisarchiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Aber es muss ja trotzdem niemand sonst davon Bescheid wissen, oder nicht? Wenn Sie den Mund aufmachen, wird das Konsequenzen haben. Ich meine, es gibt vieles, das Marie nicht weiß, oder? Lassen Sie sie entschlüsseln und geben Sie mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Es muss nicht eskalieren. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh, Scheiße. Also gut, probieren wir es nochmal. Schnell, 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 schnell. Umgehungsprogramm. Hallo, ist alles bereit? Lassen Sie das Programm laufen. Ricardo, Serverrezeption verschlossen. Gute Arbeit. Gehen Sie zur Serverfarm durch. Leise. Kein Speicherpunkt. Aber ich sehe auch den Androiden. Es ist mir ein bisschen zu dunkel jetzt. Ohne jetzt ein bisschen, ich will ja nicht übertreiben, aber es ist mir wirklich ein bisschen zu dunkel. So, sehr schön. Nein, nicht hier runterkommen. Oder so, ist mir egal.
Ich will Richtung des Speicherpunktes in aller Ich habe am Terminal in der Serverfarm eine Notfallabriegelung eingerichtet. Sie müssen sie dort auslösen und dann raus da. Ich werde Ihren Ausgang offen halten, bis Sie durch sind und dann die Falle schließen. Komm schon. Yes. Okay, damit haben wir schon mal vieles gut gemacht, was wir in der letzten Folge hart verkackt haben. Oder ich halt einfach, ja. So, Moment, da war jetzt ein Geräuschmacher Version 2. Was heißt das? Version 2, Version 2, Version 2. Ist es noch was extra? Nö. Okay, Version 2. Dass wir davon keinen hatten. Ja, hallo, wer bist denn du? Hier ist nichts. Schrott. Das hier alles jetzt, what the fuck, Alter. Mal kurz schauen, da lang. Scheiße. Oh fuck, das Alien. Oder? Ich höre es doch irgendwo laufen. Wo ist der hin? Egal, wir müssen auf jeden Fall lang. Der ist da hinten irgendwo. Ich sehe den nicht. Nein, ich will nichts mehr über diese verkackten Sicherheitsvorschriften erfahren, die überhaupt nicht vorhanden sind. Oh mein. Wo müssen wir hin? Okay. Nein! Oh nein, wir müssen da noch mal rein! Oh nein, da können wir aufmachen. Ich hätte ja nochmal speichern, nicht nochmal irgendwo. Und ja. Weg mit dem Ding. Ja! Ja! Ja!
Oh Gott sei Dank. So, ich strebe entfernen. Mal wieder. Also, ich verstehe das nicht mit den Speicherpunkten, was die Leute alle haben. Ich meine. Oh. Jetzt rein von den Speicherpunkten her kommen wir doch eigentlich gut hin. Server Control. Oh fuck. Oh Gott. Oh Gott. Flammenwerferöl. Oh, ich kann uns hier unterstecken. Gott sei Dank. Medikit. Da können wir uns an und für sich gleich nochmal eins reinhauen, aber davor könnten uns. Oh, Bombe, EMP. Die EMP-Mine wären ja eigentlich nur mal wichtig, aber. Was soll das? Medikit, Rohrbombe. Pfeife auf die Rohrbombe. Ein Geräusch. Nein. Noch ein Geräuschmacher, komm. So. Alles klar. War hier irgendwie noch was Wichtiges? Sicher Zugangsgenerator. Das hier. Da. Da. Und hier. Oh, geh weg. Das war's. Geschafft. Ist mein Ausgang offen, Ricardo? Einen Augenblick. Ricardo, ist der Ausgang offen? Scheiße, ist zu. Bewegt sich kein Stück. Was zur Hölle soll das, Ricardo? Bringen Sie das in Ordnung? Oh Gott. Es tut mir leid, Ripley. Ich arbeite dran. Ricardo, was ist los? Ich brauche mehr Zeit! Ich habe nicht mehr Zeit! Details im Auge, sodass nichts an ihnen vorbeizieht. Ich weiß nicht, ob du mir freundlich oder feindlich gesehen bist. Jetzt bitte. Speichern. Lass mich speichern. Oh Gott, ja. Alles andere ist. Oh.
Wie die Kinder.